Und willkommen zu einer neuen Folge von Grid Autosport. Immer noch mit der Ute in Jorama. Und wie man hinter sehen kann, uns, im Singleplayer. Hinter uns nur Arschlöcher von Spaniern. Boah. Nur Arschlöcher von Spaniern, aber dafür können die ganz gut fahren. Ich hab mal ein bisschen gebremst. Da hinten ist wieder Action. Wir drei verlieren wieder den Anschluss nach hinten. Cinnamon, was bremst du so früh, um dich zu zitieren? Andy, was schiebst du mich an? Du drehst dich weg, Junge. Oh, lol. Standbild. Ah, geht wieder. Schön ausgebremst, geil. Profit. Nein, oh. Wie der gleich fliegt, ey, Wahnsinn. Das ist richtig krass, der berührt mich leicht, ich flieg gleich weg. Wie der abkürzt. Das ist so eine Driftkurve, irgendwie immer wenn man da durchfährt, kommt man leicht ins Driften. Kommst du denn, verbünden wir uns gegen Andy, er muss wieder Elfter werden. Ich bin so froh, dass ich hier vorne bin, ey. Genau, hier gibt's nämlich keinen Idioten, die dich wegkramen. Oh ja, spitze, echt. Dachte, das klappt. Wofür, ey? Just for fun. Alter, wie es bei mir die ganze Zeit ruckelt. Oh. Gerade noch so. Die Kurve sollte man nicht voll fahren. Konzentration überall. Schala. Kongo, wo bist du? 10. Ah, könnte besser sein. Komm, wir porten dich mal hier vor. Oh, dass man den nicht wegschieben kann, ist so ein Schwachsinn, ey. Schiebung, buh. Vielleicht kommt ja jetzt Andys Rache. Die nächste Kurve bietet sich ja an. Das war so unnötig. Absolut für einen Arsch. Nee, für einen Sempro. Ich bin jetzt Erster. Immer wenn ich zurückgucke, fängt es bei mir richtig hart an zu laggen. Sollte nicht mehr so oft zurückgucken. Bei mir sind Lenkung, Aufhängung und Motor im Arsch. Und dein Sitz ist unterm Arsch. Genau. Das ist so blödsinnig, Alter. Wenn du einem hinten rauf fährst, passiert gar nichts. Er fährt mir hinten rauf, ich dreh mich weg. Frag mal Andy. Oder mich. Das mit dem, wenn ich immer. Ja, jetzt ist auch noch ein Reifen geplatzt. Super geil. Aber die rammen einen Turm, bei denen passiert gar nichts. Ne, ist klar. Oder du siehst es nur nicht. Naja, wenn ich jemandem hinten drauf fahre, habe ich noch nicht so ausprobiert. Aber wenn mir jemand hinten drauf fährt, dann ist die Hölle los. Ja, genau. Aber Kongos Rennen klingt spannender als unseres hier vorne. Ich glaube, Cinnamon und Andy konzentrieren sich gerade ein bisschen. Ist gelaufen hier hinten. Oder gefahren. Boah, hast du Lack, Alter. Ja, Lack habe ich mieses auch auf meinem Auto. Stück Scheiße. Hast du keinen Lack mehr? Ist aber doof, musst du mal echt zur Werkstatt fahren. Sieht doch dann scheiße aus.
Wieder, ich schaue nach hinten und es ruckelt erstmal. Stimmt, ich sollte mal meinen virtuellen Rückspiegel einblenden. Da muss ich gar nicht mehr nach hinten schauen. Das nennt sich Stazillinie. Virtuell. Virtuell. Rückspiegel virtuell. Oh, Andy, ein kleiner Seitenhieb. Die Runde hätte aber besser ausfallen können. Fick dich einfach. Und auch noch gelb. Naja, passt zumindest zu der Flagge. Boah, Alter, in jeder Kurve drehe ich mich hier. Komm gut zu schauen. Dein Auto gehört so, glaube ich. Ein Designkonzept der Zukunft. Symmetrie ist irgendwann nicht mehr modern. Die Demonstration der Knautschzone. Mhm. Aber sag mal. Wie kann sowas nur passieren, Kongo? Fahr mal hier hinten in den Reifenstapel, ob du da auch reinfahren kannst, so wie ich. Nö. Oh. Bist doch eh Elfter. Nö. Doch, du bist Elfter. Nö, glaube ich nicht. Es ist teilweise so ein Schwachsinn, weißt du, die ballern volle Gnade in die Wand, die Spanier. Interessiert die nicht, oder du rammst den in die Seite, interessiert die nicht. Die fahren einfach schnurstracks weiter. Totaler Quatsch. Das sind Spanier, die haben eben ein hitziges Temperament. Denen ist auch außerdem zu warm. Die sind alle nicht ganz dicht. Also die in dem Spiel hier. Ja. Wir wollen es mal dabei belassen, die in dem Spiel hier. Es gibt ja auch nette Spanier. Ja, ja, bis gleich. Jetzt gibt's eine Ladung Zeitrennen mit den JDMs in Dubai. Herrlich. Dubai, Dubai. Go! Goal. Mal gucken, was das wird. Wahrscheinlich ein Zeitrennen. Ja, bis jetzt fährt sich der Wagen ganz gut hier. Oh Gott, nicht gegen die Wand fahren, danke. Ja, die Wagen fahren sich eigentlich alle ganz akzeptabel. Kann man nicht mehr, also kann man schon meckern, aber... Oh, das Gamepad ist fleißig am Vibrieren hier auf diesem Untergrund. Schalke-Bub ist da. Gut, dass ich das aus... Das würde mich, glaube ich, voll ankotzen, mit den ganzen Nummern vibriere. Boah, ich finde das schon ganz hilfreich. Wieso? Was bringt das denn? Ja, dann weißt du, ob du Teile unter dem Auto hast. Ah, okay. Weil das Auto dann vibriert... der Controller dann vibriert. Und wenn du einen anderen Untergrund hast. Gut, das siehst du aber auch. Ja, bei manchen sieht man das, glaube ich, nicht. Aber mit den Karren, da hole ich immer noch nicht das Potenzial raus. Ich fahre die viel zu vorsichtig. Na, ich glaube, die kann man ganz gut treten, die Autos. Könnte man. Ich verliere auch die ganze Zeit. Bremst da auch noch zu früh und alles. Ich verwette hier nichts auf einen Sieg meinerseits. Da kommt wieder der Optimist durch. Ja, was für ein Mist. Aber wie kann ich denn zum Schluss über eine Sekunde Rückstand haben, ey? Weil du über eine Sekunde langsamer fährst. Oh, Kacke. Richtig schön Zeit verloren da. Ich glaube, da zieht uns Cinnamon jetzt ganz schön hart ab.
ein Smirch drauf gegeben. Ist ihm alles zu schnell hier. Oh, 1,4 Sekunden Rückstand. Nicer Scheiß. Andy, bist du auf einer schnellen Runde? Ja. Oh, erstmal bremsen und dich aufhalten. Hier, was sagst du? Lol, ich glaube, der Eier hat einen überrundet herum. Eurospeed, ah ja, der kann ja so gut fahren. Eurospeed hat das Rennen aufgegeben. Schade, hätte ich dir mal die Runde versaut. Komm, da geht noch was. Ja, 0,3 Sekunden sogar. Irgendwie keine richtige Linie gefunden, dann immer noch irgendwie eine Kurve versaut. Ärgerlich. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Komisch. Wie wär's, Cinnamon ist einfach mega gut gefahren. Mhm. Dann halt nicht. So viel Zeit, wie ich liegen lassen habe, also... Ich auch, aber trotzdem, das gehört ja auch dazu, keine Zeit liegen zu lassen. Trotzdem. Trotzdem. Da bleibe ich strikt bei meiner Theorie, dass er ein Noob ist. Du bist echt unbelehrbar. Unverbesserlich. Oh, Motoren-Upgrade. Yay. Bringt nix. Nur rausgeschmissenes Geld. Nein. Naja, aber es ist doch chillig, es zu haben. Ja, einen machen wir noch, ne? Das ist oder? Ein Placebo-Effekt auf jeden Fall. Ja, einer geht bestimmt noch. Letztes Rennen hier in der Session. Okutama. Zeitrennen, super. Oh, die erste Kurve habe ich nicht ganz voll geschafft. Oh, John Capro, den kennen wir doch. Also ich nicht. Müsste ein Brite sein? Ja. Ja. Doch, Andy, den kennst du. Mit dem hast du dich auch schon gefetzt. Ehrlich? Super. Ja. Aber er war nicht so einer der extrem auffälligen Franzosen oder Spanier oder so. Oder Italiener. Oder Deutschen. Oder wem auch immer. Die letzte Kurve geht voll. Da rutscht mir ein bisschen der Hintern weg. Sowas aber auch. Das ist doch unerhört. Unverhört? Unverhofft. Boah, das hat ja mal richtig Zeit gekostet. Nee, gar nicht. Oh, Cinnamon, die Kurve ging aber doch nicht. Nee, ist den ganzen Schwung verloren. Na, hammer ärgerlich. Für die letzte Runde wird das wahrscheinlich auch gelten. Aber du kriegst jetzt meinen Windschatten. Oh lol, Kurve verkackt, ah. Komm, ich lass dich vorbei. Ich hab nicht genug Schwung. Ja, scheiße war's, ne? Ja, die Kurve, die hab ich jetzt besser genommen als in den vorherigen Runden. War es besser, die leicht anzubremsen. Hätte ich noch Zeit rausholen können. Na gut, durch die erste Kurve habe ich jetzt 4 Zehntel Rückstand. Die letzte Kurve Vollgas. Ja, aber nur, wenn man sie perfekt erwischt. Ich habe sie eben auch ganz knapp, also da musste ich auch kurz vom Gas. Hallo, Eurospeed! Auch wie du mir draufklebst. Ja, fuck, ey. Unmöglich. Doch, geht schon. Also du musst die halt ganz, ganz innen reinfahren, also eigentlich total anschneiden. Und dann, wenn man sie nicht perfekt erwischt, dann muss man kurz vom Gas gehen. Aber ich sag nur, wie ich sie gefahren bin. Sie geht voll. Hätte ich mal einen Schwung gehabt, hätte ich dich auch noch getoppt, Sempro. Ich hatte da was am Windschatten, aber nein. Ja, es kann sein. Alter, was rumpelt hier die ganze Zeit so? Also im ersten Sektor bin ich immer noch relativ schnell, aber danach verliere ich so viel Zeit. Ja, ich glaube, die Schlüsselkurve dieses Mal war die zweite Kurve. Nicht die erste, die ging eigentlich ziemlich gut voll, da konnte man gut durchrollen, aber die zweite war, glaube ich, die Schlüsselkurve, weil die ging nicht gut durch. Ich denke aber auch die letzte. Ja, aber
bis zur Startziellinie ist dann nicht mehr so viel Platz, glaube ich. Also ich glaube, die zweite war noch schlüsseliger. Ja, da habe ich immer viel verloren. Da habe ich, glaube ich, fast immer so 0,4, 0,5 verloren. Ja, keine Ahnung. Bin ich sogar noch mehr. Ist halt schwierig. Ja, dann mit deinem wachsenden Erfolg steigen auch deine Erwartungen. Früher hättest du dich wahrscheinlich über nur 0,4 gefreut. Möglich. Aber du hast echt den, das kann man dir nicht absprechen. Du hast die größte Entwicklung gemacht. Ja, wenn ich mal nicht weggerammt wäre, dann geht das. Ja. Dicke nehmen auch am schnellsten ab. Aha. Ne? Nee, die Magersüchtigen. Hä? Nee, durch die Masse der Dicken nehmen die eigentlich am schnellsten ab. Bei vernünftigem Training und vernünftiger Diät. Machen die aber nicht. Ja. Ja gut, das war's für diese Folge. Wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschö. Ciao.